Bei der Gewinnung von erneuerbaren Energien erzielt Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile große Fortschritte. Beim Verbrauch hingegen nicht. Vor allem der unausreichende Netzausbau führt dazu, dass eine beachtliche Menge an grünem Strom im besten Falle noch in Speichern landet. Alternativ wäre die Versorgung mit den erneuerbaren Energien solcher Wirtschaftssektoren wie Wärme und Mobilität. Sektorenkopplung ist das Schlüsselwort zu einem neuen Schritt in Sachen Energiewende. Auf Antrag der SPD und der CDU hat der Landtag MV am 11. April über die Sektorenkopplung diskutiert. Die Herausforderung für die Politik auf Bundesebene wird es in den kommenden Jahren sein. Denn dieser Bereich, dieses Gesamtsystem der Netzentgelte, der regulatorischen Bedingungen, ist so strikt, dass Ausnahmen so gut wie nicht möglich sind. Strom, Wärme und Mobilität in MV sollen künftig in gleichem Maße grün werden. So will es auch die CDU. Das Problem, die entsprechenden Technologien wurden seit Jahren außer Acht gelassen. Dabei bietet die Transformation von Strom in andere energiehaltige und auch leichter speicherbare Zustände wie Wasserstoff oder Wärme neue, bessere Wertschöpfungsketten. Und das direkt am Ort der ursprünglichen Energieerzeugung. Wir können es uns nicht leisten, Energie nicht zu produzieren oder verpuffen zu lassen. Neben dem Ausbau der Strom-, Wärme- und Gasnetze gehört hierzu auch der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Gerade im Wärmebereich liegen jedoch erhebliche Einsparpotenziale. Wir müssen künftig besser als bisher genutzt werden. Schon im Interesse der Endverbraucher ist es notwendig, die Speicherung und Ableitung des in MV produzierten Stromes zu gewährleisten. Das Energieministerium des Landes hat bereits eine Roadmap für die Sektorenkopplung entwickelt. Die Grundlage dazu liefert eine im Auftrag der Landesregierung erstellte Studie des Instituts für Klimaschutz, Energie und Mobilität. Auf deren Basis soll die Landesregierung aufgefordert werden, eine Bundesratsinitiative zu starten, mit dem Ziel, die Technologien der Sektorenkopplung an 100 Modellprojekten zu testen. Wenn Sie Strom aus dem Netz ziehen, ist es völlig egal, wofür. Ob Sie ihn speichern, ob Sie ihn im Sinne der Sektorenkopplung, der Verwandlung in verschiedene Gasformen, beispielsweise in Wasserstoff, umwandeln. Sie bezahlen den Strom wie ein Endverbraucher. Sie bezahlen das gesamte Netzentgelt, Sie bezahlen die gesamte EEG-Umlage. Bei der Opposition allerdings ist das Konzept teils auf scharfe Kritik gestoßen. Die Linke bezeichnete es als einen Schaufensterantrag und erinnerte daran, dass das Thema schon vor geraumer Zeit in Angriff genommen werden sollte. Diese Landesregierung braucht diesen Antrag überhaupt nicht. Er ist überflüssig, so zumindest würde die Begründung aussehen, wenn ich selbst wortgleich diesen Antrag hier eingebracht hätte. Die AfD warf der Großen Koalition vor, einen babylonischen Turm errichten zu wollen. Der zentrale Kritikpunkt hier, eine weitere Verkomplizierung des ohnehin komplexen und teils auch funktionsunfähigen Systems, das der Energiewende laut AfD zugrunde liegen soll. Wir geben jedes Jahr 50, 60 Milliarden aus und erreichen die von der Regierung vorgegebene Zielgröße Minderung der CO2-Emissionen nur sehr unzureichend. Das soll jetzt durch diese Experimentierklauseln repariert werden. Wir bauen also auf den babylonischen Turm, den wir haben, einen zweiten babylonischen Turm obendrauf. Doch am härtesten ging die Fraktion Freie Wähler BMV mit der Sektorenkopplung ins Gericht. Der Vorwurf: sozialistische Planwirtschaft in Sachen Energiewende. Alleine ihrer Behauptung, Wasserstoffenergie, Power to Gas wäre nur wirtschaftlich, weil es so hoch besteuert würde, ist Unfug. Das stimmt natürlich nicht. Und hätte dieses Institut ICAM etwas anderes geschrieben, als es ihnen recht wäre, würde es das Institut wahrscheinlich nach kurzer Zeit nicht mehr geben. Bei aller Kritik wie auch bei allen gewichtigen Argumenten für 100 Modellprojekte im Bereich Sektorenkopplung, eine grundsätzliche Entscheidung kann einzig und allein auf Bundesebene gefällt werden. Und solange das nicht der Fall ist, muss zunächst einmal weiter an den besseren Speicherungstechnologien für den unverbrauchten grünen Strom geforscht werden.